Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 22. August 2019. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf. Mit diesem Energie starten wir den Tag. Naturgemäß beginnt den Tag mit Sonnenaufgang. Merkur verkörpert die Handlungen und Gespräche. Merkur geht etwas früher in Osthorizont auf und damit rutscht im 12. Lebensbereich und da sind die Geheimnisse. Entweder wir erfahren die Geheimnisse oder jemand erzählt ihren oder seinen Geheimnisse. Wir schauen in die Tiefe und untersuchen die Zusammenhänge mit diesem Merkur-Position. Aber diesem Lebensbereich bedeutet auch Schweigen, Zurückhaltung und das sollen wir heute beherzigen, weil es entsteht ein Merkur-Mond-Quadrat. Und das ist eine Herausforderung. Entweder jemand sagt uns etwas und das verletzt uns und wir ziehen zurück. Oder wir sollen überlegen, was wir sagen, wie wir das sagen, wie formulieren wir das alles und ob wir überhaupt etwas sagen sollen. Manchmal ist besser zum Schweigen, weil das führt zu Missverständnissen und kann passieren, dass wir mit diesen Worten anderen verletzen. In diesem 12. Lebensbereich sind auch unsere geheimen Feinden und sie sprechen jetzt hinter unserem Rücken. Damit können wir mit dieser Position auch rechnen. Mond bildet sich einen sogenannten Quinkungsaspekt zum Jupiter. Jupiter zeigt Chancen, Möglichkeiten. Aber mit dieser Verbindung ist das alles in die Schwebe, ist alles ungewiss. Jupiter vertritt die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage, aber öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten und diese Verbindung zwischen Mond und Jupiter verunsichert uns etwas. Entsteht dieses Gefühl, wen kann ich vertrauen, wen kann ich nicht vertrauen, wer hat hier überhaupt recht? Und das fühlen wir auch, weil Mond symbolisiert auch unseren Gefühlen, beziehungsweise Mond herrscht über unseren Gefühlen. Eine schöne harmonische Verbindung entsteht aber auch zwischen Mond und Saturn. Saturn ist rückläufig. Das kann bedeuten, wir sollen unseren Gefühlen in Zaun halten oder kommen Themen von Vergangenheit und das können wir klären, das können wir in Ordnung bringen. Saturn sorgt für Ordnung. Und oft haben wir auch Lernaufgabe dabei. Mond bildet sich heute ein Sextil zum Neptun und das entspricht unseren Träumen, Sehnsüchte, Visionen, unserer Vorstellungskraft und das können wir gerade stärken. Zwischen Jupiter und Neptun wird bald auch ein Quadrat entstehen. Diese Begegnung wird kommen, es ist schon Annäherung da, es wird eine Herausforderung sein und dann können wir mit Täuschungen und Enttäuschungen rechnen. Jupiter bekommt aber immer noch einen guten Einfluss von Saturn. Die beiden bilden sich ein Halbsextil, eine gegenseitige Unterstützung und das erleben wir in einer Situation, was mit Recht oder mit Gerechtigkeit was zu tun hat, dass Saturn hier aufräumt.
Merkur nähert sich zum Einquinkungsaspekt zum Pluto. Pluto ist rückläufig. Oft hat das auch mit Vergangenheit was zu tun. Und hier ist auch wichtig, das Loslassen, Trennen, Kündigen und diese Überlegung. Aber mit diesem Quinkungsverbindung, und das ist diese grüne Linie, entsteht immer eine gewisse Unsicherheit. Das ist die sogenannten Vielleicht-Aspekt. Es ist schwierig jetzt zu beschreiben, was sollen wir loslassen, worauf sollen wir konzentrieren, weil das ist alles in die Schwebe, so fühlt sich das auch an. Venus hat die Tierkreiszeichen Löwe verlassen und bewegt sich in die Tierkreiszeichen Jungfrau und nähert sich zum Mars. Und die beiden befinden sich schon im Orbis-Bereich und bald kommt eine exakte Konjunktion. Und das sind die beiden Liebesplaneten, Ares und Aphrodite. Und das wirkt in unserem Leben eine neue Begegnung, eine Versöhnung oder Thema Liebe, Partnerschaft ist ganz groß geschrieben. Nicht nur jetzt, so wird das im Monat September auch sein, das steigt immer mehr nach oben, bald erreicht das Osthorizont und wird einen großen Einfluss haben auf die Tagesereignisse und das nähert sich und das spüren wir auch. Mit Jungfrau-Energie kommt das alles in Ordnung, kommt auch mehr Stabilität, immerhin ist Erde-Element und sorgt für Stabilität und auch Bescheidenheit. Und die Jungfrau sorgt nicht nur für Ordnung, sondern auch für Heilung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.